Stealing is my way of life. It sets me free in the night. Every rivet and stitch lets me find what I most desire. Ein Kleptomane mit Bogen, da können PC-Veteranen sofort sagen, was das ist, nämlich die Thief-Reihe. Und hier sehen wir auf der PS4 laufend das, ich würde mal sagen, Remake-Reboot von Eidos Montreal. Und die haben ja schon mit Deus Ex bewiesen, dass die sowas können. Also alte Spiele, alte Kultspiele wieder zu neuem Leben erwecken. Und das machen sie hier jetzt mit Thief. Kommt erst 2014. Ist also noch ein bisschen hin, leider, weil ich hätte richtig Bock drauf. Aber man sieht schon ein bisschen, wo die Reise hingeht. In die Schatten. Ja, ganz genau. Denn Thief ist und war schon immer ein Spiel, in dem es mit roher Gewalt nur ganz wenig voranging. Also muss man auch hier wieder aus dem Dunkel heraus mit dem Bogen vor allem eben agieren. Hat hier diese neue Fokus-Sicht und Spezialfähigkeit. Unten links ist dieser blaue Balken oder dieser blaue Ring neben der Lebensenergie, die grün ist. Und das Blaue ist eben der Fokus. Und das ist so eine Allzweck-Spezial-Talentnummer. So ein bisschen ähnlich wie beim letzten Hitman-Teil, wo es ja auch seinen Instinkt gab. Und hier heißt es eben Fokus. Heißt, wenn man es aktiviert, dann kann man im Dunkeln besser sehen. Kann man auch nachher nochmal ein bisschen zeigen. Und hat so ein bisschen verstärkte Sinne. Geld geklaut. Ja, ist noch ein Dieb. Sowas. Ja, es gibt also in den Levels auch so Nebengeschichten, wo man eben Kleinigkeiten klaut, die nicht unbedingt mit dem direkten Missionsziel zu tun haben, bekommt man Erfahrungspunkte für. Es gibt auch so Sondergeschichten, wie nach dem Motto irgendwie keinen umbringen im Level, dann bekommt man auch wieder zusätzliche Boni und so weiter. Also es wird durchaus belohnt, wenn man nicht wie die Axt im Walge agiert. Hier sieht man das, Fokus. Und ganz wichtig im Spiel, nämlich auch Geräusche. Das sind die Fußbewegungen der Wache. Und da benutzen wir jetzt einen Wasserpfeil, auch das in der Thief-Reihe bekannt. Und machen mal das Licht aus, weil mit Strom und so, das war da noch nicht. Ja. Birnen rausdrehen wie beim Metro, geht schlecht. Ja, was man jetzt hier gleich sieht, ist, dass die KI meines Erachtens noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig agiert, weil, Achtung. Oh. Naja, das ist so ein bisschen zwar... Die ganze Zeit schon in die Richtung geguckt, muss man auch dazu sagen. Ja, aber ich meine, das ist natürlich der Gameplay-Mechanik geschuldet und macht sicher trotzdem Laune. Auch wie immer, es gibt wieder mal so ein typisches Dietrich-Türen-Aufmach-Spielchen. Mei, wer es braucht. Ansonsten aber finde ich, wer Dishonored gespielt hat, der dürfte sich hier wohlfühlen, weil es erinnert tierisch dran, oder? Ja, finde ich auch. Vom Look auch. Nein, schon. Genau. Und witzigerweise ist auch die Handlung so ein bisschen ähnlich, denn man spielt ja den Meister Deep Garrett, so heißt er. Und das Ganze spielt in The City. Das ist einfach eine große, zusammenhängende, düstere Stadt, wie man hier sieht. Und da hat der Baron, so heißt er einfach, böse Dinge gemacht. Und die muss man jetzt aufdecken bzw. verhindern. Dieser böse Baron. Ja, und du freust dich drauf, oder? Genauso wie ich. Ja, ich mag Stealth-Spiele. Jetzt seit Dishonored eigentlich wieder. Vorher war ich nie so groß der Stealth-Fan, aber Dishonored hat mich schon so ein bisschen in die Schleichzone gezogen. Also 2014 ist es soweit. Wird ein gutes Jahr für Schleichfans, auf jeden Fall. Allein schon dank diesem Spiel.